Florence Schelling, wie ist es zu diesem überraschenden Engagement gekommen? Ja, ich war wahrscheinlich genauso überrascht gewesen, wie ihr das jetzt alle gewesen sind heute, wo ich den Anruf von Marc Lüthi bekommen habe. Nach dem Anruf haben wir einige Gespräche geführt, unter anderem auch mit dem Rolf Bachmann zusammen. Wir haben in diesen Gesprächen die Eckpunkte von einer möglichen Zusammenarbeit diskutiert. Die Diskussionen waren sehr positiv gewesen und ich habe nachher eigentlich gerade gewusst, dass diese Herausforderung die will ich annehmen. Als U18-Nationaltrainerin hast du schon eine Führungsposition gegenüber Frauen. Jetzt hast du eine Führungsposition gegenüber Männern. Erwartest du etwas ganz anderes, etwas völlig Neues? Da muss man natürlich klar unterscheiden zwischen der Arbeit als Cheftrainerin und der Arbeit als Sportchefin. Klar, die Position ist neu. Ich habe mich in den letzten paar Jahren akribisch mit dem Schweizer sowie auch mit dem internationalen Eishockey auseinandergesetzt. Zudem habe ich ein Wirtschaftsmasterstudium und selber Auslanderfahrung, wo ich selber gespielt habe. Und das wird mir sicher zu gut kommen in dieser neuen Position. Das heißt, ein Neuling, kann man sagen. Wie willst du dir in dieser Position jetzt den Respekt verschaffen? Was sind deine Pläne? Mein primäres Ziel ist natürlich, gute Arbeit können zu leisten und den SCB wieder an die Spitze können zu bringen. Respekt und Anerkennung sollte dann eigentlich das Resultat sein von einer guten Arbeit. Du hast schon eine Strategie, klar, jetzt ist alles noch sehr frisch, aber hast du schon eine Strategie, wie du anfangen willst, was so die ersten Schritte sind oder was geht in deinem Kopf gerade vor, so mit Ideen vielleicht? Also es ist so, dass der SCB hat ja schon seit Jahren eine Strategie, die sich sehr bewährt hat. Die Strategie werde ich natürlich als Basis nehmen für meine Einarbeit. Und dann natürlich mit der Zeit werde ich besser können evaluieren, wo man kann Anpassungen machen kann und wo dass es auch Verbesserungspotenzial hat. Beim SCB ist noch die Trainerposition offen, dann noch ein oder zwei Ausländer. Positionen, bist du da jetzt schon involviert in den Prozess? Hast du schon so zwei, drei Trümpfe vielleicht sogar, die du ausspielen kannst? Wie sieht es dort aus? Ja, auch da hat der SCB natürlich schon ihre Fühler ausgestreckt, was das anbelangt. Priorität hat natürlich ganz klar die Headcoach-Position. Dort werde ich mich dann so bald wie möglich einklinken und auch dort meinen Beitrag leisten, damit wir die bestmögliche Lösung finden. Und natürlich haben wir jetzt aufgrund von dieser Corona-Krise steht noch relativ viel in der Schwebe inne. Und da müssen wir uns halt täglich anpassen. Und genau das zählt natürlich dann auch für die Ausländerposition. Also, merci vielmals für das erste Interview, Florence Schelling. Willkommen beim SCB und natürlich ganz einen guten Start. Danke vielmals, ich freue mich riesig. Marc Lüthi, der SCB hat entschieden, auf dem Posten des Sportchefs einen Wechsel vorzunehmen. Was hat zu diesem Entscheid geführt? Wir sind zum Schluss gekommen, dass die aktuelle Situation weder für Alex Schatlein noch für uns befriedigend ist und sinnvoll ist. Gleichzeitig haben wir aber entschieden, dass wir Alex nicht verlieren wollen. Der Alex hat unbestrittenermaßen mehr Stärken, als ihm von der Öffentlichkeit im Moment zugestanden werden. Glücklicherweise hat er zugesagt und er bleibt uns erhalten. Er wird die ganze Sportstrategie vom SCB in Zukunft übernehmen und er wird die Sport Analytics aufbauen. Dort geht es primär um Advanced Stats. Und nicht vergessen, er muss die neue Sportchefin einarbeiten. Dass mit der Florence Schelling Frau den Posten vom Sportchef, Sportchefin übernimmt, ist sehr überraschend. Was hat zu diesem Entscheid geführt? Für uns ist primär wichtig, dass wir eine junge, unverbrauchte, intelligente und visionäre Person haben. Es hat keine Rolle gespielt in den Gedanken, ist das eine Person männlich oder weiblich. Und viel wichtiger war auch noch, dass die Person etwas vom Hockey versteht. Klar hat Florence Schelling in der Vergangenheit primär mit Frauen zu tun gehabt. Sie hat aber immer wieder auch im anderen Team gespielt, kennt das Männerhockey aus ihrer Funktion als TV-Analytikerin beim Schweizer Fernsehen. Und so weiter. Dazu kommt, dass sie eine junge, unverbrauchte Person ist und
Wir haben das Gefühl, sie wird uns ganz viel bringen in der Zukunft. Jetzt vor rund 3 Wochen ist der Einstellungsstopp von euch. Jetzt ist aber gleich jemand Neues angestellt worden mit der Florence Schelling. Wie kann man das verstehen? Grundsätzlich gilt der Einstellungsstopp noch. Wir haben aber auch entschieden, dass das Sommertraining für die Mannschaft muss sichergestellt werden. Wir werden dieses Jahr 27 oder noch mehr Spieler im Sommertraining haben, wo keine Nationalmannschaftsspieler später kommen, wo keine WM stattgefunden hat und so weiter. Das Ganze kann der Rolli Fuchs, unser Konditionstrainer, nicht allein bewerkstelligen, insbesondere wenn es dann noch so ist, dass wir allenfalls in Kleingruppen müssen trainieren. Darum haben wir jetzt gleich als erstes den Assistenztrainer verpflichtet mit dem Lars Leuenberger. Und er wird zusammen mit dem Rolli Fuchs das ganze Sommertraining durchführen und bewältigen. In der ganzen Geschichte Headcoach und 2 neue Ausländer werden wir nach wie vor warten, bis wir einen Silberstreif am Corona-Horizont sehen. Ich hoffe, der kommt gleich und es wird gleich abschätzbar sein, wann kann was wieder gemacht werden. Florence Schelling startet mit einem 50% Pensum und das macht ja die Einarbeitung auch nicht wirklich einfacher, oder? Ja, aufgrund von ihrem Nackenbruch vor einem Jahr hat sie noch Zeit, die sie braucht, für wieder ganz gesund zu werden. Die Zeit wollen wir ihr geben, wo wir überzeugt sind, dass sie die richtige Person ist. Ich bin aber auch überzeugt, bereits heute, dass Florence sich mit mehr als 44 Stunden die Woche mit dem SCB beschäftigt. Ein Neuling auf einem wichtigen Posten wie der vom Sportchef, das bietet ja natürlich Chancen und Gefahren. Was erwartet ihr von Florence Schelling? Dass sie die Transformation von der Organisation vorantreibt, dass sie in Sachen Transfer ein glückliches Händchen hat, dass sie und ihr Team am SCB weitere Folgen werden bescheren. Dazu glaube ich, dass eine neue, junge, unverbrauchte Sicht gewisse Strukturen wird aufbrechen und einen neuen Blickwinkel in SCB reinbringen. Also, merci vielmals, Marc Lütti. Bitte gern geschehen.